In den nächsten Wochen, also es ist nicht mehr lang hin, findet nun das Duell zwischen dem AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke und dem Union-Spitzenkandidaten Mario Vogt statt. Und das Ganze wird jetzt schon von den Medien komplett zerrissen. Und die Medien prognostizieren jetzt schon Experten ganz klar, dass das Ganze nur Herr Höcke nutzen wird und dass Herr Vogt dadurch komplett einbrechen wird und dass es ihm mehr als schaden wird. Alle Details alles drumherum schauen wir uns hier in diesem Video an. Was auch ganz interessant ist, jetzt finden ja dann eben die Landtagswahl statt im Osten und in Thüringen. Und jetzt positioniert sich beispielsweise schon die Linke für eine Koalition mit der Union und Bündnis Sahra Wagenknecht, also ohne Björn Höcke, obwohl Herr Höcke 30% hat und Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linke beide nur 10. Und die Union muss sich dann am Ende entscheiden zwischen einmal Herr Höcke oder Herr Ramelow. Denn andernfalls gibt es wieder eine Minderheitsregierung. Und die Union, schauen wir uns auch gleich direkt an, sagt auch jetzt schon, dass sie ganz klar genug haben von Rot-Rot-Grün. Aber wenn sie jetzt wieder mit ihnen zusammenarbeiten sollten, würden sie damit wirklich komplett ihre Werte verraten. Alle Details, alles dazu, schauen wir uns hier in diesem Video an. Los geht's. Und zwar das Ganze wegen dem Fernsehduell beläuft sich darauf, die Bild hatte berichtet und viele andere Medien auch, dass das Ganze in erster Linie Björn Höcke nutzt. Wer hat es gesagt? Ein Psychologieprofessor, also nicht irgendwer, der hat die CDU gewarnt vor diesem TV-Duell mit der AfD und der schon im Vorhinein sagt er, dass es dem nicht nutzt. Das ist auch schon mal interessant. Denn zum Sachverhalt, es ist das erste TV-Duell im Superwahljahr, es wird ja wirklich so viele Wahlen statt und es hat das Zeug zum Quoten, nicht richtig viele Aufrufe, weil da ja eben nicht nur Thüringen drauf schaut, sondern die ganzen anderen Länder auch, wie sich AfD und CDU verhalten. Und es ist ja ein Streitgespräch, deswegen wird es besonders interessant, denn das Ganze findet schon 5 Monate vor der Landtagswahl in Thüringen statt und könnte dadurch auch dem einen oder anderen eben gefährlich werden. Und worum geht's? Der Kommunikationswissenschaftler, Rechtsextremismusforscher und Medienpsychologe, interessant, was man alles gleichzeitig sein kann, Tobias Rothmund, hat sich geäußert, der ist von der Universität in Jena, und hat gesagt, es nutzt in erster Linie Björn Höcke, weil er durch diese Art des Duells in die Rolle eines ernstzunehmenden politischen Gegners gehoben wird, mit dem man sich die Bühne teilt, mit einem ernstzunehmenden Gegner, weiß ja nicht, wie man sonst jemand bezeichnet, der in Umfragen fast 30% und teilweise fast 40% hat, aber okay. Und Ziel von Höcke könne es sein, sich Staatsmensch zu geben, der Professor, dass er den Eindruck vermittelt, dass er Ministerpräsidentenamt haben kann, dass er geeignet dafür ist. Das ist es auch, was seine Wählerschaft zählen will. Und das Ganze von einem Professor, der, wir haben ja den ganzen Titel her, der die Frage, in welcher Weise ist denn auch das auch neutral? Das ist ja eine volle Wertung gegenüber Björn Höcke. Und vor allem ganz interessant ist ja beispielsweise, was die CDU getweetet hat, und zwar hier aus kürzlich vor einigen Tagen, dass beispielsweise 10 Jahre Rot-Rot-Grün genug sind und sie haben auf die ganzen hier Missstände aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn sie jetzt da mit Rot-Rot-Grün regieren würden, würden sie sich mal wieder komplett verraten. Denn hier sagen sie zum Beispiel, Rot-Rot-Grün hat Thüringens Zukunft links liegen lassen. Ja, aber dann können sie ja nicht wieder mit denen zusammenarbeiten. Und dann ist die Frage, mit wem arbeiten sie zusammen, wenn auch beispielsweise jetzt schon im Vorhinein sich in so eine Opferrolle begeben in Bezug auf dieses TV-Duell mit Björn Höcke, und dass sie jetzt schon irgendwie sagen, nicht nur die Union, sondern auch Experten, dass es in erster Linie Björn Höcke nutzt. Und die logische Folge, wenn ich beispielsweise so Sachen sage wie Rot-Rot-Grün, 10 Jahre, jetzt reicht's, heißt ja nur, keine Roten mehr und keine Grünen mehr. So also nicht mehr die Linke, nicht mehr die SPD und auch nicht mehr die Grünen. Aber jetzt, wenn die Landtagswahlen stattgefunden haben und beispielsweise, wie es prognostiziert wird, und da wird sich ja nicht mehr so viel ändern, Björn Höcke mit Abstand die stärkste Kraft ist mit Mitte 30%, dann kommt die Union, dann kommt die Linke, dann kommt Bündnis Sahra Wagenknecht, dann muss sich Herr Vogt und die CDU einfach entscheiden und dann werden wir sehen, für wen er sich entscheidet. Und ganz interessant eben dieses TV-Duell, wo sich jetzt schon die Medien irgendwie so, ja, jetzt schon warnen, dass es irgendwie so eine riesigen Instrumentalisierung von Herr Höcke wird. Doch die Frage ist ja, was sind denn das immer auch für Vorurteile? Und man muss ja mal ganz klar sagen, es ist ja lediglich irgendwie einfach nur ein Fernsehduell, was von der Landtagswahl stattfindet. Oder wie es beim Trier, wo die 3 größten Parteien für die Bundestagswahl eingeladen wurden. Das ist ein ganz normales Duell und nur, und man muss ja mal ganz klar sagen, bei den anderen Duellen war ja die AfD auch eingeladen. Und nur weil jetzt Herr Höcke eingeladen wird, wird jetzt schon von den Medien im Voraus gewarnt, wie er irgendwie das da missbraucht, instrumentalisiert und so. Und das bei einem Rundfunk, der ja eigentlich neutral berichten sollte und die jetzt nicht schon im Vorhinein irgendwie sagen soll, ja, der verliert, der gewinnt oder sowas. Also das ist ja kompletter Irrsinn, was hier gemacht wird. Man muss das Ganze neutral bewerten. Und wenn dieses Fernsehduell stattfindet, wo so beide zugesagt haben, einmal Herr Vogt und einmal Herr Höcke, dann werden wir auch sehen, ob sich danach auch, ob das einen großen Einfluss hat und ob sich dann diese AfD-Dominanz auch weiterhin durchsetzen wird. Die AfD steht ja bei 9 Umfragen, teilweise 97%, teilweise 30%, also wenn man ungefähr den Durchschnitt nimmt, teilweise 33-34%, also mit Abstand die stärkste Kraft, dann wird sich das auch zeigen und spätestens dann bei der Landtagswahl wird es ganz interessant, wenn sich dann eben Herr Vogt und die CDU entscheiden müssen, dann werden sie sich eben für die Linke entscheiden und auch für die Bündnis Sahra Wagenknecht oder die Grünen oder so zum Beispiel sogar,
dann würden sie eben, was wir uns gerade auf Twitter angeschaut haben, was er gesagt hat, 10 Jahre von diesen Parteien reicht, würden sie sich damit wirklich der Doppelmoral komplett schuldig machen und sich wirklich komplett lächerlich machen. Und an dieser Stelle sind Sie gefragt, kommentieren Sie doch mal gerne in den Kommentaren, wem Sie denken, dass dieses Fernsehduell nutzt. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Machen Sie es gut.